Jo, meine Freunde, mein Name ist Viva Out, Pepe Viva von Professional Board and Online Gaming und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge meiner Let's Play Serie zu Resident Evil 7 Biohazard. Wir sind hier mit Mia unterwegs auf einem merkwürdigen Frachtschiff. Wir werden für immer zusammen sein. Okay. Alles klar. Nun ja, vielleicht war es doch nicht die richtige Entscheidung, Zoe zu heilen. Oder doch? Ist ja egal, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Gibt es da, es gibt ja, soweit ich weiß, zwei alternative Enden dieses Spiels und wir lassen uns überraschen. Ich glaube, ich hätte vor dem Charakterheilungsspeicherpunkt, sage ich mal, nochmal separat sichern sollen. Hashtag speichern in die Kommentare, meine Freunde. Ich speichere zu wenig anscheinend, um mir eventuell auch zukünftig oder beim zweiten Durchgang einfach nur das andere Ende anzusehen. Wäre vielleicht möglicherweise sinnvoll gewesen. Ich weiß es nicht. Fakt ist jedoch, dass die kleine Evelyn eine kleine Missgeburt ist und wir noch immer nicht wissen, was mit der Oma passiert ist. Lebt sie noch? Ist sie verhungert? Oh, erinnerst du dich jetzt? Hallo. Ja, ja, jetzt schon. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Ich musste leider den Schädel runterschlagen. Eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Ich bin ausgestattet mit dem kleinen E001-Fläschchen. Einer flüssigen Chemikalie. Ich muss nach, weil ich sie sehe, nach Ethan suchen. Und hab hier nach langem mal wieder einen neuen Speicherpunkt. Yes, I will. Save that fucking shit. Endlich, endlich. Endlich ist es wieder soweit. 2 Minuten nach Beginn der neuen Folge. Eine Runde zu speichern. Wir sind wir haben auch kein Heildings, haben ordentlich Blut in der Fresse, sind aber noch, Moment, ich habe auch gar keine Uhr, fällt mir auf. Ein wenig kaputt hier. Gut, wo müssen wir hin? Wir sind hier auf 3F, hier geht's runter. Was ist es? Was ist denn das? Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Okay. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? What to do, what to do? Ah, von hier. Oh, wir brauchen den Dietrich. Hier gibt es Maschinengewehrmunition. Was gibt es hier Feines drin? Flüssige Chemikalie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Hier gibt es Kraut. Hier gibt es einen, er ist wohl kaputt, Laptop. Das heißt, wir sind jetzt quasi zurück in der Zukunft, sozusagen. Ah ja, hier brauchen wir wieder das Aufschließsäureteil. Hier natürlich dementsprechend einen Dietrich, den wir wo auch immer finden werden. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal den Aufzug unter Beschlag. Wir kennen uns ja vielleicht schon aus hier in der Liegenschaft.
Hier geht's ab, ja. Leiter hoch. Also nicht vergessen, sollte ich irgendwo auf den Dietrich stoßen, muss ich da zurück runterlaufen. Also diesen Weg hier, was ist denn das? Kennen wir den Weg hier schon? Ups, hallo. Ah, hier sind wir auf der Brücke. Gibt es hier was für mich? Gibt es hier etwas? Lade leer. Schießpulver, das ist schön. Ich brauche aber einfach noch eine Knarre dazu, ne? Hier etwas für mich? Eher nicht. Also ich habe jetzt schon mal... Vielleicht funktioniert er noch. Ha. Aha. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Wo auch immer das sein mag. Ah, S2. Oh! Evelyn! Verdammte Halluzination! Wo ist sie? Scheiß Hallus! Ich brauche eine Knarre. Gibt's hier eine Knarre? Hallo? Kann nicht sein, dass so eine Schiffsbrücke keine... Oh. Bombe mit Fernzünder. Dass so eine Schiffsbrücke keine... Munition zur Verfügung hat. Moment, hier... Ah, okay, alles klar. Hier war der Aufzug. Hier geht's in den... Keller. Hier haben wir auch noch eine Bombe mit Fernzünder. Hier ist noch verschlossen. Also ich habe jetzt zwei Bomben mit Fernzünder und ich brauche ein Sturmgewehr. Kraut ist auch cool. Ah, Moment. Kraut plus. Nein! Kombinieren. Alter, habe ich jetzt ein Kraut so gegessen? Ernsthaft? Fail. Mega Fail. Hashtag Mega Fail in die Videokommentare, meine Freunde. Oh, hier war ich schon. Sag mal. Wo muss ich dann? Wie? Ah, hier ist noch eine Tür. Da war ich noch nicht drin, oder? Captain's Kabine. Kapitänskabine. Ja, der Captain, der hat sicher eine Karte des Schiffs dabei. Ganz klar. Einen Kreuzschlüssel. Logisch. Und was hat ein... Captain noch so in seinem Spind? Ein Sturmgewehr. Und wie bekomme ich... Okay, ich kann es nicht sprengen. Merkwürdig. Wie bekomme ich das jetzt? Wie bekomme ich das jetzt auf hier? Hier vielleicht noch etwas? Da muss doch noch irgendwo ein Schlüssel sein, oder? Ich meine, wenn der Captain hier schon mal ein Sturmgewehr verpackt hat. Okay, diese Tür ist aber zu da, ne? Ganz links. Ne? Habe ich einfach irgendwas übersehen? Also, wie schon... Ist die auch... Ne, hier ist keine Tür. Hier ist es zu. Ich meine, kann man diese Gasdinger hier sprengen? Versuch das jetzt, Beinhard.
Leider nicht. Also habe ich eine dieser tollen Bomben jetzt veroriginal schissen. Schade, ich habe mir gedacht, das wäre jetzt so logisch gewesen. Ne? Hier die beiden Dinger wegsprengen, Tür geht auf. Habe ich es verschissen. Okay, gut, kann ja mal passieren, kann ja mal vorkommen. Wir müssen auf jeden Fall runter zu S02, aber ohne Sturmgewehr. Schon hoch. Gut, dann speichern wir mal. Es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, als würde ich zu viel speichern. Jetzt wären auch diese Psychopharmaka-Teile recht nett. Wo bin ich hier eigentlich? Hier war ich schon. Duschraum, Krankenstation. Es ist alles. Ah, hier geht's hoch. Ich da nicht rein. Oh mein Gott, das ist. Alter, das ist so die. Boah, das ist diese Tür, durch die ich gerade nicht durchkam, ne? Verschlossen. Achso, von hier bin ich ja gekommen, Alter. Ja, genau, die Tür geht automatisch hinter mir zu. So, 2F. Nicht gut. Also, wir gehen nach oben wieder. Wir gehen wieder nach oben. Was war hier nochmal schnell? 3F. Ah. Von hier. 4F. Verschlossen. Okay, es ist die einzige mir sich bietende Möglichkeit hier 3F. Und dann mal gucken, ob ich nicht irgendwo einen Dietrich oder etwas dieser Art übersehen habe. Okay, gespeichert. Gespeichert haben wir schon. Somit werden wir nun. Okay. Das ist klar. Hier sind wir wieder in diesem netten Räumchen hier. Auch hier fehlt ein Dietrich. Kann ich das vielleicht mit dem Kreuzschlüssel öffnen? Auch das geht nicht mit dem Kreuzschlüssel. Nee, nee, nee. Gut, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Hier. Ah, der Laptop, das ist der kaputte. Gut, hier geht's rein zur Brücke. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um mal ganz kurz auf den Plan zu gucken. Oh. Was ist mit dieser Tür hier? Auch verschlossen. Okay. Das heißt, die für mich relevante Möglichkeit. Ha, hier brauchen wir die Säure. Ist es erneut. Ha! Wunderbar. Also nicht erneut nach oben, wie ich gerade sagen wollte, sondern nach unten. Wollen wir nach unten? Oh! Ein Messer! Yes! Und jetzt gib mir einen Dietrich. Irgendwo. Oh, 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 oh. Ich brauche einen Dietrich. Ah, wartet mal, wartet mal. Huh!
Okay, aber mit dem Messer kann man die Dinger spachteln, ne? Was haben wir hier Schönes? 16 Jahre ist da, bla 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 bla. Okay, gut, hier Kästchen leer. Schießpulver. Es ist zwar schön, dass ich jetzt das ganze Zeug hier bekomme, aber... Oh, flüssige Chemikalie. Kann ich irgendwas machen damit? Ja, nachher mit dem Schießpulver... Pistole, Munition. Ah, aber ich brauche zuerst eine Pistole oder irgendwas dieser Art. Sag mal, war in diesem Kästchen nicht diese drei Säure-Dinger drin? Vielleicht hätte ich nur zwei mitnehmen sollen. Hier waren auch die Bomben drin, ne? Wo war Dietrich drin? Na komm, komm. Let me be your hero, baby. Gutes Messer. Messer gut. Messer gut. Maschinengewehrmunition. Sehr schön, sehr fein, alles klar. Hier alles unverändert seit damals. So. Okay, ich sehe schon, aber mit dem Messer kann man diese Viecher killen. Wieso bin ich hier unten rein? Dabei wäre es hier auch gegangen. Noch mehr Schießpulver. Jetzt wird es dann aber langsam Zeit, dass ich zu einer Knarre komme. Hier wächst Kraut aus der Couch. Wie geil. Inventar. Oh, Platz genug. Kein Stress, kein Stress. Hier, was haben wir hier Schönes? Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht lässt es sich jetzt öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Oh, ne, Moment, gerade, grün oben, rot unten. Da hat der kleine Viva das Rätsel erkannt. Und was haben wir da Schönes drin? Ätzmittel, Ätzmittel, Ätzmittel. Yes! Das macht Sinn, das macht Spaß. Gibt es hier sonst noch was zu holen? Nur mal sicher, jetzt habe ich hier das Kästchen. Haben wir gesagt, da waren wir schon neben. Tratratrat. Okay, gut. Bewaffnet mit einem ultramassiven Megaschwert hier, meine Damen und Herren, machen wir uns auf den Weg. Um wo auch... Oh, eine Kiste. Bombe mit Fernzünder. Machen wir uns auf den Weg, um irgendwo... einen Dietrich zu bekommen. Oh, hier eine Kiste. Oh, mein neuer Safe Room. Ätzmittel, Ätzmittel ist super. Ich liebe Ätzmittel. Hier gibt's Pistolenmunition. Oh, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Haben wir hier irgendwas, das wir mal in die Kiste legen müssen, können, dürfen, sollen? Wir werden uns hier elegant kombinieren mit... Dann haben wir zwei Wässerchen. Dann kombinieren wir... Ich habe noch gar keine Pistole, geschweige denn brauche ich Pistolenmunition. Ja, und somit nehmen wir die Möglichkeit wahr, hier wieder ein Ründchen zu speichern. Ja, ich will. Und jetzt, ich brauche definitiv einen Dietrich, um an das Sturmgewehr zu kommen. Und ich habe keine fucking Ahnung, wo ich den herholen soll. Aber ob ich den Dietrich finde und ob ich noch irgendwann zu diesem Sturmgewehr komme, meine Freunde, das seht ihr in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.
euer Viva.